Herzlich willkommen zu diesem Let's Play Warframe. Und ja, im Grunde brauche ich gar nicht mehr sagen, oder? Es ist nichts passiert seit letztem Mal. Ich war ja nicht on, was hätte auch passieren sollen. Wir wollen weiterhin, glaube ich, auf dem Merkur. Verdammt, ich habe sie jetzt schon vergessen. Das brauchten wir nicht machen. Wir wollten auf der Venus dorthin, zu Fossa, genau. Ah, an den Namen erinnere ich mich. Also eine Rettung. Wir machen also eine Rettungsmission. Gut, ja, also wir haben 4 Wiederbelebungen. Das sollten sogar wir hinbekommen. Beziehungsweise sollte sogar ich hinbekommen. Ihr könnt mir da jetzt ja gerade leider noch nicht ganz so gut helfen. Oh, ich habe das wohl immer noch auf öffentlich. Dann ändern wir das direkt mal. Nur mit Einladung, falls ich doch mal jemanden finde, der mit mir spielen will. Und da jetzt doch die Rettungsmission. Und direkt starten. Sehr schön. I've been thinking, Operator. I thought you'd want to know. Jo. Schnell soll es erhöht die Geschwindigkeit, mit der Waffe verstaut und gezogen werden. Finde ich jetzt nicht so hilfreich, dieses Dings hier. Da oben links in der Ecke. Warum lädt er denn nicht? Ach ja. Technik. Okay. Also dann landen wir mal wieder. Das ist der, ja genau, der Planet gegen die Lieblingsfeinde. There is a prisoner here that is vital to our operations. Search for the holding location. Okay, also wir müssen, wie erwartet, einen Gefangenen befreien. Brauchen deshalb aber den Loot ja nicht verachten. Also ich versuche auch eine ruhigere Kameraführung, damit das nicht ganz so schlimm ist wie bisher. Habe ich als Tipp bekommen. Ich glaube aber nicht, dass ich das wirklich hinbekomme. Da ist halt für mich, da ich ja selber bewege, gar nicht unruhig ist. Und dieses Spiel selber ist halt unruhig. Und ich komme halt damit klar, wenn ich das bewege, weil ich es halt ja selber bewege. Okay, also so sieht es also auf der Venus aus. Und das interessiert bestimmt. Nein, nein. Ich wollte diese Taste hier drücken. Das interessiert bestimmt unsere Astrologen. Was? Ja, das ist ein kleines Problem. Hätte ich doch einfach vorbeischleichen sollen. Okay. War eine ganz blöde Idee. Ich glaube, nicht vorbeischleichen wäre der Erfolg wahrscheinlicher gewesen. Aber was man falsch gemacht hat, kann ich wieder richtig machen. Gut, die sind ja jetzt zum Glück noch nicht gar nicht so hart, weshalb ich die ja hier so noch mitnehmen kann. Es wird später richtig hardcore, wenn ich dann auch noch jemanden beschützen muss bei der ganzen Aktion. Also hier laufen wir nicht auf dem Fluss, würde ich sagen, damit wir nicht so in der Schussbahn liegen. Wir schleichen jetzt an, damit er uns nicht hört. Was jetzt? Das war ein lautloser Angriff. Die sind total gemein zu mir. Aber wir kamen ja trotzdem hier durch. Nur unser Schild war angeschlagen, das regeneriert sich ja zum Glück. Jetzt der Sound mit meiner Lieblingswaffe. Nein, nein, die Waffe mit meinem Lieblingssound. So rum wollte ich sagen. Stylistisch wertvoll, wie ich da reingegangen bin in den Kampf. Das müsst ihr mir lassen. Das habe ich gut gemacht. Mist. Der hier hat's angemacht. Dieser Noob. Okay. Ich bin nicht allein. Damit bin ich mir jetzt nicht. Hier, genau. Also es ist
die Kameraführung scheint mir genauso unruhig wie immer zu sein. Weshalb ich es lasse. Also, ich versuche es immer noch, aber es wird wohl einige Folgen dauern, bis ich das hinbekomme, sodass es klappt. Und schon mal zu weit. So. Ich finde, das Beenden der ganzen Aktion dauert zu lange. Okay, also wie immer bin ich sehr ruhig, während ich gegen eine große Übermacht kämpfe. Ich hoffe, das verzeiht mir genauso wie die Mikro. Aber das habt ihr ja bisher hinbekommen. Das glaube ich, schafft ihr jetzt immer noch. Muss ich, sollte ich weitergehen? Ich bin eh falsch, oder? Ich muss da lang. Aber ich versuche erstmal, ein bisschen frei zu halten. There's no telling what the captors are doing to our rescue target. You need to find the holding cell immediately. Ich glaube, es ist nicht ernst gemeint. Ich glaube, das ist. Oh, Mist, ich war doch richtig. Die Map war nur etwas später als mein Verstand, weshalb ich schon wieder zurückgehen wollte. Und dafür muss man langsam sein. So. Ich möchte trotzdem keine überstürzte Handlung machen. Nein, ich bin gerade nicht gegen den Türrahmen gelaufen. Ja, jetzt ist es ja relativ ruhig, man hört mich ganz gut. Das wäre so gut, ja, das wäre der Abschluss dieser Jagd hier gewesen, oder des Rennens. Jagd ist ja nicht, hier gibt es ja lieber nicht mehr Jagd. Und dann springe ich einfach gegen den blöden Tisch statt da drüber. Die Fahrstuhlmusik ist leider immer noch nicht da, obwohl jetzt vor kurzem irgendwie ein ziemlich großes Update kam, jedenfalls für diese Verhältnisse. Und überhaupt eigentlich für jedes Spiel. Als Update war das wirklich groß. The bypass is done. Go. Und, das hat aber irgendwie nur neue Waffen oder so gebracht. Was uns nichts bringt, weil die Waffen ungefähr in dem Level sind, das wir so bald nicht erreichen werden. Ich habe es mir nicht alles durchgeguckt, nur während dem Update. Aber, ja. Also es war groß, es gab eine Menge neue Sachen, die aber jetzt nichts verändert haben, was wir so bemerken. Also natürlich Bugs, wie immer, Bugs sind immer dabei. Aber sonst im Allgemeinen nichts wirklich Großes dabei. Ja, also entweder wir sind besser geworden oder die Gegner sind deutlich schlechter geworden. Denn ich kann hier mittlerweile ziemlich einfach jetzt bekämpfen. Ich will jetzt auch nicht zu früh sagen, weil, naja, kann ja auch genauso gut sein, dass die einfach besser werden, wenn ich den Typen dann mal gefunden habe. Aber bisher scheint es mir, als ob ich sie relativ gut kämpfen könnte. Ich glaube, die kommen nicht von alleine. Also das Ding hier ist ja das, was den höchsten Schild hat. Aber, ja, nicht am meisten, so. Am meisten Schaden macht, den größten Schild hat. Und ich habe trotzdem nicht gefokust, was irgendwie von meiner absoluten Kompetenz spricht, ja. Das war ungefähr das Problem. Ja, falls jemand sich fragt, ob ich den Bogen nicht mehr benutze, der macht zu wenig Schaden. Also ich brauche eine neue Waffe, 100%ig, aber ich komme nicht zu den Items, die ich dafür brauche. Das ist ja ein bisschen ungünstig. Und,
Ja, außerdem weiß ich gar nicht, was für eine Waffe ich bräuchte, die denn dann genug Schaden macht, dass sie wieder so ist wie der Bogen in den ersten Leveln, dass man einfach alles, egal was, mit einem voll aufgeladenen Schuss überhaupt mit einem Schuss fertig macht. Meinetwegen kann es dann auch so eine Waffe sein, die nur ein Magazin von 5 oder von einem hat. Das wäre ja beim Bogen nicht anders. Hauptsache der Schaden ist da, das ist mir echt das Wichtigste dabei. Aber vorerst habe ich ja eh nicht die Ressourcen, um an eine solche Waffe zu kommen. Okay, gut. Jetzt mal wieder ein leerer Raum, um es ein bisschen leichter zu machen. Weiß ich, hab nicht mal eine Wo rennt der denn dahin? Gut, er macht keine Alarmanlage an, dann bin ich dann zufrieden. Ja, wahrscheinlich nur, weil ich ihn verfolgt habe oder so. Jemand anderes hat die Alarmanlage angemacht. Mann, die sind doch langweilig. Okay, kann man nichts machen. Didi. Komm schon her. Wow. Ich glaube, ich stand außerhalb der Reichweite, sonst wäre das böser geworden, die ganze Aktion gerade. Machen wir erstmal die Sensors aus. Das, obwohl ich nur 17 Sekunden Zeit hatte. Das war ja wirklich ein schweres Rätsel. Das habe ich so schnell gelöst. Das wirft uns jetzt ja wirklich eine Minute nach vorne hier. Nein! Nein! Bypass complete. You may proceed. Das ist die Mission? Verdammt, jetzt habe ich jetzt 12 Minuten lang eine blöde Mission gemacht, die ich nicht beenden kann. Weil ich ja gar nicht weiß, wie. Das ist die Mission, wenn ich rauslaufe, habe ich 2 Minuten, um an einen Ort zu kommen, den ich nicht kenne. Um dorthin zu kommen, muss ich Leute umbringen, die so viel stärker sind als ich, dass es nicht geht. Was soll ich jetzt machen? Das geht nicht. Ich kann es nicht beenden. Beim Abbruch bringt das auch nichts, dann kann ich mich hier umbringen. Ich müsste schleichen, dann lass ich mich nicht entdecken. Aber ich weiß nicht, wohin ich schleichen muss. Da diese wunderbare Map so unglaublich unübersichtlich ist, dass sie mir dabei absolut nicht weiterhelfen kann. Wenn mich auch nur einer entdeckt, habe ich verloren. Muss ich in irgendein Haus oder... Also, da wir ja wirklich nur eine Chance haben. Werden wir es jetzt ganz genau angucken. Noch sind keine Gegner da. Das hilft. Das gelbe Ding ist ja, wo der Gefangene ist. Aber da kommt man nicht direkt rein, das weiß ich. Da ist eine Tür, so eine große Tür. Aber die ist geschlossen. Und die muss man erst irgendwo aufschließen. Oh Mann. Was soll ich eigentlich machen? Da ist jemand. Ja, ich weiß echt, ich bin total überfordert davon. Vielleicht... Was? Okay. So ein Geheimgang kann helfen. You've been seen. Ready your weapon. Das meint ihr doch nicht ernst! Wer hat mich denn bitte gesehen? Wer hat mich gesehen? Bitte, sag mir. Oh mein Gott, ich hab's geschafft!
Ja, gut. Genau, und da käme man durch irgendwie. I'm in your debt, Tenno. Let's go home. Ich hab's geschafft. Also den Teil. Ja, jetzt gibt's natürlich noch das Problem, dass wir zum Extraction Point müssen. Und zwar gegen 1000 Feinde, die uns umbringen wollen. Das ist natürlich ungünstig. Da kann man aber nicht viel gegen machen. Wollen wir hier wirklich durchgehen? Also ich würde hier wirklich wieder abhauen hier, ne? Kommt der? Nein, natürlich kommt er nicht. Gut. Wir gehen woanders lang. Verstecke sind nicht so gut für ihn. Ich habe noch 13 Sekunden Zeit. Was wirst du so schnell? Wie gesagt, das sind Viecher, die viel besser sind als ich. Und zwar nicht einer davon. Nein. 1000. 1000 von diesen Typen, die mich einfach umbringen. Ich kann aber nichts anderes machen, außer drauf zu hauen, wenn ich sterbe, um mich wieder zu beleben. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Die Wiederbelebung, bevor er stirbt. Komm, jetzt drück schon auf die Wiederbelebung. Eine Maus ist im Menü, also nur im Warframe-Menü, total langsam. Was macht der Idiot da? Okay, er ist gleich wieder tot. Aber bis er stirbt, er überlebt es, weil die Viecher mich angreifen. Theoretisch gewinnen wir das irgendwann, weil er schießt jetzt die ganze Zeit drauf. Entweder seine Munition ist alle, oder die Gegner sterben. Andere Möglichkeit gibt es nicht. Also ich bleibe jetzt hier einfach mal so lange stehen, bis er tot ist. Er hat alle bekommen. Der Typ ist gut, verglichen mit mir. Ziemlich gut. Okay, Extraction Point. Komm schön mit. Ich will dich nicht verlieren und dann nur noch so weit weg sein. Ja, also ich muss jetzt aufpassen, wie viel Schaden ich nehme und wie viel Schaden er nimmt. Das ist total hilfreich so. Aber den stärksten Ansturm, den ich bisher erlebt habe, den haben wir jetzt durch. Jetzt können wir es weiter versuchen. Also wir sind erstmal locked out. Aber wir sind hier in einem Raum ohne Gegner, da kann man den Lockout auch einfach mal verändern. Schließen. Mir fehlt ein Verb gerade. Ist egal. Ja, machen wir das auch noch aus. Einfach zur Sicherheit. Schließlich bin ich diesmal nicht allein, der überleben muss, sondern hab Hilfe. Beziehungsweise, kann man sich drüber streiten, weil Hilfe ist. Alarm successfully hacked. So. The location is returning to normal security levels. Warum nimmt er den Heal Potion nicht ein? Walkers incoming. Na, da freuen wir uns doch. Okay, wir rennen. Wir rennen einfach hier rüber. Worüber denn? Das wäre eine Frage, die man sich stellen kann. Mann, du bist so ein Noob. Oh, er ist da. Sehr gut. Weiter, immer weiter, immer weiter. Oh, da sind die Walkers, die incoming sind, glaube ich, da. Aber ich freue mich, wenn er hinter mir steht, weil jemanden, der... Er kann mich ja nicht wiederbeleben, das ist ein bisschen schade, aber ich kann ihn wiederbeleben, weshalb er außer bei einer unglaublichen Übermacht, wie vorhin, mit ziemlicher Hilfe ist, weil er schießt einfach, macht Schaden und noch dazu
ist er beinahe unsterblich. Also er hat sehr wenig Leben und sehr wenig Zeug. Aber die fokussen ja nicht ihn, sondern mich. Weil er ist ja der Gefangene, den greift man ja nicht an. Das hat er gelernt. Das ist gegen die Vereinten Nationen oder so. Wir metzeln uns jetzt hier einfach durch, so ganz easy going. Hier war da noch einer. Vielleicht wurde er auch erschossen. Und dann gehen wir einfach weiter. Das ist ja hier wirklich... Also die Mission ist wirklich ein guter Schwierigkeitsgrad. Ich bin jetzt einmal gestorben. Aber, es ist gut. Es ist jetzt nicht so ein übertriebener Schwierigkeitsgrad wie der Mars. Dann ist es eben doch nur die Venus. Das ist ein Schwierigkeitsgrad. Das ist ein schönes Wort. Schwierigkeitsgrad. Ja, ich wollte es nur mal ganz oft sagen. Wie auch immer, was ich eigentlich sagen wollte, die Missionen hier sind genau auf mich angepasst. Sie sind nicht zu schwer, sie sind nicht zu leicht für mich. Die gefallen mir. Da muss man sich ein bisschen anstrengen. Aber man hat auch eine Möglichkeit aufs Gewinnen. Jetzt rennt er sogar mit mir mit. Sehr gut, das heißt, wir haben jetzt gleich gewonnen. Ja. Ja, sehr gut. Also erstmal Syndikat ansehen. Was passiert, wenn es unter 1000 fällt? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ich habe eine Blaupause bekommen. Kann es sein? Bekommt man hier immer eine Blaupause? Bekommt man immer, falls ja, bekommt man immer dieselbe Blaupause? Also ich nicht, dass ich es mir zurzeit gerne nochmal antun will. Phasenhaftes Phantom. Okay, 86 Schaltkreise, sehr schön. Wir brauchen nichts davon dringend, aber es ist immer gut, sowas zu haben. Ein paar Credits, immer geil. Einen Fusionskern, auch super. Und halt eine Blaufase. Die gucken wir noch kurz an. Und dann werden wir mal sehen, was uns geholfen hat, die ganze Aktion. Also, ne. Ein Replikat geklont von einem Warframe, der Tenno in ihren Missionen unterstützen kann. Das hier ist so ein Viech, wie ich gerade hatte. Total teuer. Also 5000 Nanosporen, 5000 Bergungsgut. Aber er ist halt gut. Glaube ich. Also, wenn der so gut ist wie gerade eben, dann hilft mir das schon weiter. Wir kamen hier immer noch nicht wirklich weiter. Und leider fehlt uns bei Schwert immer noch dieses nervige neurale Sensor-Ding. Aber wie sollen wir es auch bekommen, richtig? Naja, wie auch immer, jetzt hier mit einem Blick auf das rote Universum im Helm und Red Whale. Ja, auf das Red Whale-Zeichen. Wünsche ich euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Und, ja. Im Grunde, bis zum nächsten Mal.